Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir haben noch dieses Set, aus dem wir ja fleißig basteln. Und ich würde gerne mit euch die nächste Karte basteln. Im Moment weiß ich gerade überhaupt nicht, was wir machen könnten. Und die habe ich ja auch noch. Würde ich sagen, versuche ich mir einfach mal was rauszupicken. Sticker, wie ihr wisst, sind ja nicht so meins. Ach ja, hier hatte ich mir mal ein paar. Ja, das war klar. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, der Nachbarshund ist irgendwie gerade hier lang gelaufen. Mag meine Püppi gar nicht. Ja, wie ihr hören könnt, ist sie noch im Hintergrund zugange. So, ich glaube, hiermit kann man ganz gut arbeiten. Eine Landschaft vielleicht machen. Das Reh ist schon sehr groß. Vielleicht kann man hier mit den Hasen arbeiten. Was schimpfst du denn? Moment mal. Ja, musste mal kurz meinen Hund beruhigen, aber die Nachbarn unterhalten sich draußen. Sie wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter kläffen. So, man könnte sich das hier so ein bisschen bergig im Hintergrund machen. Bergig? Waldig? Ja, ist ja gut. Wie ein Wald. So, ja, das könnte man tun. Der ist aber auch nicht so schön, ne? Hier hatte ich mal den abgetrennt, weil ich gedacht habe, na, das könnte vielleicht passen, aber passt alles nicht. Ja, ist jetzt gut. Und sie meckert. So. Man könnte... Wenn ich ein bisschen viel wird. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber... nee, passt nicht. So versuche ich mir immer eine Szene irgendwie hinzubasteln. So. Man könnte auch nochmal den Fuchs nehmen. Hier so mit den Häschen. Ja, da werde ich mir nochmal ein bisschen was rauspulen aus diesem... Stanzset. Ich glaube, der Fuchs passt da nicht so ganz ins Bild. Da wäre ja so ein Reh vielleicht eher angebracht. Oh. Jetzt verliere ich hier schon meine Berge. So, ich glaube, das Reh könnte man auch noch mal mit ausstanzen. Das schläft dann hier so vor. Ja, und dann hat man ja schon eigentlich so eine kleine Szene hier. Na, dann geht das den Untergrund hier weg. Da passt nichts zu. So eine Flugente, aber die passt gar nicht ins Bild. Oder nee, ein Eisvogel ist das, ne? Oh. Ja, ja. Ja, ich glaube, wir haben schon eine Karte. Man hätte auch das hier so ausschneiden können und damit hinter. Aber das, ich mag das immer nicht, wenn das so ausgeschnitten ist. Man dann noch so einen Sticker im Hintergrund macht. Ja, den könnte man nehmen. Der glitzert nicht so. Ja, lege ich mir mal raus. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir gleich mal loslegen. Ich glaube, die Karte passt auch nicht als Hintergrund auf den Kartenrolling. So, den habe ich mir noch nicht gefalzt. Mache ich mal eben. Ich habe letztens ganz viele Papiere vorgeschnitten, dass man das dann einfacher hat, wenn man bastelt. Da siehst du, da ist ja links und rechts noch ein bisschen Platz. Ja, und dann würde ich sagen, sammle ich mir noch mal ein bisschen was zusammen. So, ihr Lieben, der Hund hat sich beruhigt. Ich habe in der Zeit dann die ganzen Popeldinger hier abgeschnitten. Ich habe mir schon mal einen schwarzen Hintergrund aufgeklebt. Und
Den Schnee werde ich mir hier gleich aufkleben. Ich habe den so gemacht, dass man den, Moment, den gestitchten Rand noch sieht. Deswegen habe ich das eben einmal mit dem Lineal ausgemessen und ihn dann gekürzt. So, jetzt seht ihr das. Und meine Überlegung ist, bevor ich es nämlich aufklebe, werde ich mir hier noch mal kurz die Landschaft aufbasteln. Ob ich hier nicht mit dem Cuttermesser reinschneide, um das noch ein bisschen, ja, ein bisschen, na, versetzter hier aufzukleben. Wenn man jetzt so, ich sag mal, die Bäume im Hintergrund hat, wenn man den mit dem Cutter hier einmal reinschneidet und den Baum da rein steckt, dann könnte man nämlich das Reh vielleicht hier im Hintergrund. Aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre jetzt so eine Überlegung. Das ist ja wie so ein kleiner Wald. Und ich glaube, so viele Hasentiere und so braucht man doch nicht hier vorkleben. Vielleicht nehme ich auch das Reh weg und mache nur die Hasen. Und dann könnte ich noch einen Aufkleber. Nee, der passt dann nicht hin. Kennt ihr das, wenn ihr mit euch so im Zwiespalt seid, dass es doch nicht passt? Aber das sah ganz, ganz gut aus so. Hier sieht auch die Wurzel eigentlich ganz hübsch aus, aber hier halt nicht. Kann man ja auch hinterm Hasen verstecken, ne? Jo, und dann den einfach nochmal hier so in die Mitte mit aufkleben. Und dann ist es schon fast die Karte. Den Baum würde ich tatsächlich so lassen, dass er darüber ragt. Und das werde ich wieder mit Formtape erhöhen. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse es doch mal mit dem. Nein, ich lasse es nicht. Komm, wir probieren das aus. Wir sind heute mal richtig mutig. So, nehmen wir doch mal ein Cuttermesser. Ja, das sieht doch ein bisschen besser aus. Gut, dann würde ich sagen, dieses werde ich mir einmal erhöhen mit Formtape und diesen werde ich mir den Schnee erhöhen. Nee, werde ich nicht. Nee. Nee, wir kleben uns das erstmal alles auf. Wir fangen erstmal mit dem Schnee unten an. Tut mir leid für dieses Durcheinander. Aber manchmal hat man ja immer zwischendurch noch mal so ein paar Ideen. So, dass man den Rahmen sieht. Jetzt muss ich hier noch mal schnell den Baum reinfriemeln. Hätte ich auch erst reinstecken können, ne? Und dann aufkleben. Also für euch erst den Baum reinstecken. Wenn er noch nicht klebt, ist ja nicht so dramatisch. Ja, so sieht das doch ganz gut aus. So werde ich mir mal eben die Bäume aufkleben. Kommt der im Hintergrund, haben wir ja gesagt. Wir wollen ja auch mit Stickern arbeiten. So,
So, der darf nun gerne ja hier ein Stück rüberragen. So, dann haben wir wenigstens schon mal die Bäumchen fest. Ach, guck mal, die Sticker könnte ich hier auch nehmen, hier mit diesen Sternchen. Die können ja hier noch zwischen. Ja, die würden ganz gut passen. Den Hasen, oh, das habe ich aber gut geklebt, würde ich mir hier jetzt mit Formtape erhöhen. Das Reh fliegt raus. Ja, und der Hase kommt hier hin. Machen wir mal eben mit Formtape. So, hier habe ich noch so ein paar Reste. Hier habe ich noch mehr. So, ich mache das mal eben, sonst wird das Video zu lange. So, meine Lieben, ich habe das jetzt hier noch mal eben erhöht. Dann kleben wir uns das noch mal auf die Karte. Und zwar schön mittig. Hier guckt auch der Ast rüber, finde ich gut. Jetzt kommt hier das Häschen rauf, das ist ja auch erhöht. Und hier das andere Häschen. Dann werden wir hier uns nochmal die Sternchen reinkleben. Ich glaube, das geht ganz gut mit den Sternen. Kommt noch eine kleine. Kommt auch noch einer hin. Und was hatte ich eben noch gesehen? Ach so, For You. Ich glaube. Was wir noch machen, wo ist er? Dieser Wink of Stella, heißt er so? Der ist ja echt genial. Einfach hier so ein bisschen ein paar Akzente setzen. So, und dann ist es schon die Karte. Seht ihr die Hasenöhrchen glitzern? Ja, also den Stift finde ich echt klasse. Und hier werde ich gleich nochmal nacharbeiten. Aber das ist jetzt die Kartenidee für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.